Thank you.
Thank you.
Servus. Leute, wir bauen. Wollen Sie was zu erzählen? Was? Ja, ja, komm. So, liebe Leute. Jetzt haben wir auch wieder Samstag, aber nicht den Samstag, wo wir es eingefahren haben, sondern mittlerweile ist eine ganze Woche später. Ja. Ihr entschuldigt. Ich bin schon wieder krank, ich gehe mittlerweile davon aus, es muss irgendeine Allergie oder was sein. Vermutlich auf der Baustelle irgendwas. Keine Ahnung, letzte Woche beim Hai ist mir es eigentlich richtig gut gegangen. Ich habe jetzt eine Woche wieder gearbeitet, jetzt hat es mich wieder gebröselt. Die Nasenlüfte in eine Tour. Ich habe ein wenig Holzschmerzen. Die Husterei ist wieder voll da. Und in eine Tour. Der blöde Schleim. Ich weiß nicht los. Ich habe gedacht, jetzt ist er mal weg. Und jetzt ist wieder voll da. Oh, ich könnte kotzen. Naja, wie dem auch sei. Das ist jetzt eine Woche später. Ja, 26. ist halt, glaube ich. Und wir haben gerade den letzten Hänger abgeladen. Wo ja der, der war ja noch befüllt, da hinaugestanden. Der ist jetzt auch leer. Ihr seht, da ist alles voll. Und da oben ist alles gut gelagert. Also da steht in dem Luch noch ein Rundballen. Deswegen schaut es da aus, als wäre nichts. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt erkennt, dass da ein Rundballen ist. Und da hinten sind ja auch Rundballen. Deswegen konnte ich da nicht weiter schlichten. Aber sonst, ja, ziemlich voll. 742 Ballen sind es gewonnen. Ein paar sind jetzt beim Lauf da noch aufgegangen. Vor dem Zeichen, das war halt von unten vor der Wiesen war. Ist halt so. Ja, wie gesagt, 742. Entschuldigung. 742. Hat gut funktioniert. Daheim ist es. Zwei Wiesen haben wir jetzt noch. Einmal die quasi da vorne. Und die unten am Bahngleis. Und dann sind wir mit dem Heu für Heu durch. Dann gebe ich höchstens durch Grummet. Genau. Ja, Presse hat eigentlich schön mitgemacht. Was jetzt haben wir gemacht, das sind die Kolbenhölzer, die gehören eingestellt, die haben zu viel Spül. Die hat ein wenig Spül in der Höhe. Das merkst du auch, wenn es unter Last geht, dann hebt es den Kolben immer in ein wenig an, dann tut es auch so komisch. Jetzt wissen wir wenigstens, was es ist. Genau. Ja, gehört haben wir noch gemacht. Muss aber Zeit dazu sagen, dass die Hallfrei sah. Und dann muss das Ding rüber. Du musst ja vorher sauber machen, sonst kriegst du das nicht raus, weil dann muss der Kolben dazu ausgebaut werden. Das heißt, die Bleche da oben runter, die Abdeckbleche. Dann innerher die Kolbenstange lösen. Und dann den Kolben hinten aus den Kanolen ausziehen. Das heißt, da muss auch die Ballenrutschen runter. Die ist ja bei mir nicht einfach nur zum Hochklappen, sondern ist ein wenig aufwendiger. Aber es macht ja nichts. Wie gesagt, kommt man auch noch dazu. Plus das Heu ist jetzt zumindest der erste Teil damit beendet. Wie gesagt, zur Ausbeute kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Auf den Wiesen unten habe ich ca. 70 Ballen mehr gehabt als letztes Jahr. Und auf dem Feld, ja, das waren, ich glaube, 530, wo wir da drauf gefahren haben. Für die 2 Hektar, also es ist nicht schlecht. Es passt schon. Wäre wahrscheinlich noch mehr geworden. Problem war aber halt, da war ein Haufen Kamille drin. Die Kamille hat ewig die Stängel gehabt, die nicht drucken wollten. Und das Großzeug, was mit drin war. Wieso ist denn das so nass? Das Großzeug, was mit drin war, das war schon drucken, ist schon zerfallen. Blöder Kombination. Naja. Kann man jetzt nicht ändern, so wie es ist. Ist denn das alles so feucht? Ja gut, hat die letzte doch gerenkt. Bodenfeuchte. Ne, ihr seht schon, da ist ein bisschen loses Material und oben ist auch irgendwas, aber ja, nimmt mal als Eistreu für die Viecher. Hauptsache da haben das Zeug. Dann passt es. Genau. Ja, also, so viel zum Thema Heuflock. Das war jetzt dann von A bis Z oder besser gesagt von M wie Main bis P wie Pressen und H, wir haben vorhin.
genau. Ja, das haben wir alles gemacht. Jetzt kann ich den Hänger eigentlich wieder aufräumen, aber das Problem ist momentan, die haben halt unter einer Stemmgeschild, die oben hinter meinem Container waren. Die wollen ja eigentlich Stemmgelegen. Die liegen jetzt da. Die sind geschild, die sollen gesägt werden als Balken. Braucht aber erst das Maß. Also jetzt bringe ich jetzt meinen Hänger da nicht her. Jetzt haben wir schon gesagt, die gehören da auf. Dann müssen wir aber jetzt die Kippe dort erst einmal weg, dass ich den dann aufschieben kann. Da brauche ich jetzt den IHC. Der ist aber auch schon aufgerammt und ich fühle mich gesundheitlich ehrlich gesagt überhaupt nicht gut. Deswegen bleibt da schon mal drin. Da hat er nicht. Ich schiebe noch ein wenig zurück, dann ist er aus dem Weg. Der Bulldog wird davor, dort zu. Feierabend. Futterheiden holen und ich beruhige mich auf meinen Urschock. Nee, wie gesagt, also mich hat es wieder böse erwischt. Es kotzt mich an. Entweder, ich weiß auf der Baustelle, wo irgendwas mit Asbest, vielleicht haben wir da irgendwie noch Reste oder was, ist zwar alles beseitigt worden, aber vielleicht das, oder dieses Kalksandstab, was da verbaut wird, die hast da, vielleicht ist es der Stab davor, Betonstab oder irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber letzte Woche ging es mir auf jeden Fall deutlich besser. Ich meine, das sieht man ja im Video theoretisch auch. Da war von Husterei und Verschleim und Ding eigentlich so gut wie nichts. Und jetzt die Woche, eine Woche wieder gearbeitet und ich bin wieder toll im Arsch. Also keine Ahnung, ich glaube, man muss wieder zum Doktor. Hilft alles nichts. Na gut. Jo, in diesem Sinne. Dann war es das für dieses Video. Labern wir nicht mehr groß rum. Ist schon lang genug geworden. Ich wünsche euch was. Wir hören uns wieder. Bis die doch. Und Servus.